Das Jet-Set-Pärchen Melanie und Sascha ist auf Ibiza gelandet. Statt mit dem Privatjet anzureisen, musste das Wiener Paar diesmal im Ferienflieger mit anderen Touristen vorlieb nehmen. Soll ich da aussteigen? Also absteigen, meine ich. Wenn es mich da jetzt aufklatscht. Ich tu dir weh. Ja, nervig. Wir wollten es nicht immer wiederholen, aber es stört. Ja? Es stört. Es stört. Schon. Ich meine, okay, es waren Gott sei Dank jetzt nicht irgendwie kreischende Kinder oder sonst irgendetwas hinter uns, vor uns, neben uns. Das war schon angenehm. Es waren ruhige, zivilisierte Menschen. Aber trotzdem Menschen. Bei der Fahrt ins Hotel werden bereits erste Pläne geschmiedet. Ich lasse mich massieren von ein paar Spanierinnen. Ich spüre dich nur. Aber bitte, bitte, ganz, ganz wichtig, morgen in der Früh brauche ich, also, nein, nicht in der Früh, wurscht, morgen im Laufe des Tages brauche ich einen Friseur. Weil die Locken sind ausgeleiert. Oder heute vielleicht auch noch ganz kurz zum Stylen und morgen noch mal werden wir gleich nachfragen. Waschen und alles neu wieder. Es ist nicht wirklich das Make-up oder die, es, natürlich achte ich drauf, aber die Haare. Weil meine Haare können so, ich sage, es ist so ein ignorantes Kopfkraut, ja. Das ist wirklich ganz, wenn die nicht gestylt sind, dann schaue ich manchmal aus wie ein Klobesen. Friseur und Fitnesstrainer muss also Sascha organisieren. Bezahlen muss er natürlich auch. Mein Hobby ist sicher meine Freundin. Das ist garantiert. Kein Platz für mehr. Ja. Also andere Hobbys gehen sich zeitlich sehr schwer aus. Also ich erhole mich von meinem Hobby in meiner beruflichen Zeit. Da tanke ich Energie und dann hast du jetzt gerade gesagt, du erholst dich von deinem Hobby, sprich von mir, während du arbeitest? Ja, da muss ich wieder Energie tanken, da muss ich die Batterien aufladen und dann gebe ich wieder. Bei der Arbeit. Und dann gebe ich wieder volle 100% dir. Was ist denn? Schatz, wir sind da. Jo. Komm. Nobody from the hotel? No. Scaring? No. Sounds strange. Das Schlimmste war auf jeden Fall direkt vom Hoteltaxi die Koffer zur Rezeption selbst zu tragen. Also das ist mir bis jetzt noch nicht passiert, überhaupt nicht in dieser Preisklasse. Na, du oder ich, wer steckt rein? Bitte. Ich blödes. Na, dann muss ich, oder? Wenn du so schaust. Aha. Kein Problem, ich habe Zeit. Moment, ah. Voilà. Ah, danke schön. Ah, ja, herrlich. Ja, das Schlafzimmer ist recht schön. Es schaut mir sehr gemütlich aus. Da ist ein Kinderspielplatz vor meinem Fenster. Das ja, ist aber ist nicht wahr. Ist das ein luxuriöser Balkon? Also, ich mag ja Kinder, aber nicht im Urlaub und vor meinem Schlafzimmer. Wenn die dann wirklich so abends, wenn es schön abkühlt, beginnen da rumzukreischen, ich krieg die Krise. Das ist ein Kinderspielplatz ohne Kinder. Kein Problem. Ja, jetzt, wenn es heiß ist. Die spielen alle auf der Partyinsel, auf der Partyseite. Ja, also da hätten wir. Das gibt's nicht, Sascha! Ja! Da ist ein Klo in unserem Bad. Das ist nicht getrennt. Da ist eine Toilette im Bad. Das geht gar nicht. Also ich. Das ist immer mein ausdrücklicher Wunsch, dass die Toilette und das Bad getrennt sind. Ich kann, ist ja voll eklig, wenn er vorher auf die Toilette geht und anschließend gehe ich mich duschen. Nein, also, ach. Schatz? Ja? Das Bett finde ich super, da wäre ich in meiner Bekleidung unsichtbar. Blau-weiß und ich bin auch blau-weiß. Aha. Siehst du mich noch? Ich bin unsichtbar. Millionär Hermann Pesler zeigt seiner Ex-Freundin Wesner sein neues Domizil in der Steiermark. Doch schon der Flur hat es in sich. So, bitte sehr, hereinspaziert. Ja. Herzlich willkommen. Danke sehr. Wunderbar. Was, danke, danke. Was sagst du zu meinen Schuhen? Die sind etliche neue, ganz, ja, ganz, ganz, ja, ganz, ganz viele neue. Hier, schau. Das ist zum Beispiel die neueste Errungenschaft jetzt. Mhm. Ein super, super Top-Schuh, cool, finde ich. Cool. Das ist wirklich cool, gell? Nein, ich sammle Schuhe halt eben und ich finde es einfach toll. Und ich mag auch, wenn eine Frau im Haus entsprechende Schuhe trägt, beispielsweise, schau hier. Also ich habe schon da ausgefallene Dinge. Und für die Wessner, würde ich sagen, haben wir hier
den Hausschuh, darf ich dir den schon mal geben? Das ist dein ehemaliger Hausschuh. Und auch jetzt, du bist ja sicher froh, wenn du aus den Straßenschuhen herauskommst. Naja, ich habe ein Faible für schöne, für hübsche Frauen. Hübsche Frauen tragen in der Regel keine Ballerinas, sondern entsprechende Pumps und sowas habe ich halt hier gekauft. Und wenn ich schöne, dolle, ausgefallene Schuhe sehe, dann kaufe ich die natürlich. Das ist ganz klar. Und die sind ja auch nicht nur zum Hinstellen, sondern sie werden ja auch getragen, sei es jetzt im Hause. Ich möchte nicht, dass die Dame sich erkältet. Man hat ja auch eine Verantwortung natürlich, das ist ganz klar. Und sie hat jetzt schon angezogen? Sie hat jetzt schon die, ja. Und trotzdem werden die Schuhe bleiben dann, obwohl sie eine Ex-Geliebte ist und jetzt eine gute Freundin, bleiben die Schuhe? Bei Schuhen ist das etwas anderes. Also Schuhe sind grundsätzlich kein Geschenk, sondern Schuhe bleiben grundsätzlich immer in meinem Besitz, in meinem Eigentum. Nicht? Das ist einfach so. Sonst hätte ich ja eines Tages keinen einzigen Damenschuh mehr. Nicht? Also das wäre ja schlimm. Verschenken, es gibt eine Menge andere Dinge zu verschenken, aber keine Schuhe halt eben. Und viele Schuhe finde ich ja auch nicht unbedingt an jeder Ecke wieder, nicht? Das muss man auch dazu sagen. Hermanns schönstes Paar ist im Schlafzimmer versteckt. Der Schuh ist speziell fürs Haus oder auch fürs Schlafzimmer, nicht? Das ist ganz klar. Wann, wie, was passiert halt eben, wann die Schuhe und wie die Schuhe getragen werden halt, ja. Das sind halt keine Schuhe für die Straße, um es mal so zu sagen. Ja, ich verstehe schon. Und er ist nicht der einzige Mann, der sowas gerne hat. Nur sind es wenige ehrlich oder wenige trauen sich, ehrlich zu sein. Schau, und hier vorne haben wir auch noch eine ganze Menge neuer Schuhe. Aha. Schau, was sagst du? Auch noch einiges Neues. Ja, das ist ein ganz toller Schuh für alle Gelegenheiten, für alle Gelegenheiten. Wie gesagt, Herrenschuhe, hier zum Beispiel hätten wir auch gelbe Schuhe für mich, für meinen gelben Anzug, ne? Halt eben. Und insgesamt, ja, was habe ich, 100, ich schätze mal 120 Paar Damenschuhe, Herrenschuhe 80, 90, ich kann's nicht, ich müsste durchzählen, ich habe es noch nie durchgezählt, ne? Der Walsteirer legt nicht nur viel Wert auf Schuhe und Kleidung, auch die Einrichtung im Haus muss perfekt seinen exzentrischen Wünschen entsprechen. Ich würde mich als Ästheten bezeichnen, ja, schon. In jedem Fall. Es muss, zumindest für mich, also ich schließe mich nicht öffentlichen Meinungen an, ich tue auch nicht das, was in Magazinen angeboten oder vorgeschlagen wird, sondern ich richte mich ein, ich kleide mich so, ich lebe so, wie ich es für richtig halte. Ob das immer richtig ist, sei dahingestellt, aber ich bin mit meinem Leben sehr zufrieden. In Spitzenzeiten hat der Unternehmer 16 bis 18 Stunden am Tag gearbeitet. Die Firma war das Wichtigste, das Privatleben stand immer an letzter Stelle. Das hat sich seit ein paar Jahren geändert. Ich lebe einfach. Ich kann ausschlafen, ich kann verreisen, wann und wohin ich will, jederzeit. Wenn ich übermorgen nach, was soll ich sagen, Australien will, dann fliege ich übermorgen, in Kürze fliege ich nach dort. Beispielsweise ist schon länger geplant und auch fix und fertig gebucht alles. Und ich bin sehr oft in Spanien, Marbella. Wenn es hier einfach das Wetter zu schlecht ist, setze ich mich, und es zufälligerweise in Marbella passt, bin ich in Andalusien. Ne? In Dubai sucht Tom Sarkis weiter nach geeigneten Luxusautos für seine Kunden. Sie wollen Spaßmobile, Aufsehen erregen und zeigen, dass sie Geld haben. Der Wiener vermittelt Luxusgüter an reiche Klienten. Das ist ein Königsegg und das ist Carbon, wie man sieht, 2009 Model. Königsegg ist ein schwedisches Auto und die bauen nur Sportautos, ganz voll Carbon Fiber. Also der Speed ist bis Maximum Speed ist 395 Kilometer. 806 PS und von 0 auf 100 sind 3,15 Sekunden. Fast and Furious. Die Kunden von Tarek und Tom wollen vor allem eines: auffallen. Es gibt 599 Autos davon und ist wirklich sehr, sehr, sehr besonders für Ferrari-Liebhaber. Wenn sie halt so ein Auto sehen auf die Straßen, dann mein Herz fällt. Die Kunden vertrauen den beiden Geschäftsleuten und bestellen oft, ohne das Auto je persönlich gesehen zu haben. So auch diesmal. Vier Sportwagen wechseln heute den Besitzer. Seit 2006 haben wir die Geschäfte mit allein abgeschlossen. Und jetzt, wie gesagt, wir sind da.
die Autos, was Sie gesehen haben, das sind die Autos, die bestellt worden sind. Wir werden das liefern in einigen Tagen oder einigen Wochen. Also der Kunde hat schon bestätigt, haben wir gekauft. Ja. Und wir sind zufrieden, froh, dass das Geschäft gelaufen ist. Und heute holen wir auch unsere G-Klasse, ja, die 2013 Mercedes, das auch passt. Wenigstens nicht die Millionen kosten, aber es ist ein schönes Stück. Das ist auch für unsere Kunden, der bleibt einen Monat bei uns. Da genießen wir ein bisschen Lik und Tarek, wenn ich da bin, wenn er da ist. Ich freue mich, dass wir das Auto bekommen haben. Das wird in 2 Wochen geliefert, ja? Ja. Also, das Auto hat so ein schönes Geräusch. So unglaublich. Das ist wie ein Trans Am, ja? Wenn man die alte Zeiten an die Trans Am amerikanische Autos denkt. Das ist genau so ein Gefühl. Es ist ein V8, 6,3 Liter. Geländewagen und ja. Und gleichzeitig auch sportlich. Genau. Willst du den Engine hören? Ja. Es ist schon ein Auto. Das ist auf jeden Fall. Zurück auf Ibiza. Die Marinis begutachten ihre Suite, die 650 Euro pro Nacht kostet. Ah, sehr gut. Obst, schau, ist das süß. Hotelzimmer wurde mir eindeutig mit 120 Quadratmeter Fläche für die Suite verkauft. Und ich glaube, das kann jeder leicht schätzen, dass das inklusive der Terrassen und Balkone alles zusammengerechnet wurde. Finde ich auch nicht ganz richtig. Sonst die Lage, die Ruhe, Balkon, Terrasse, tadellos. Schauen wir, was das Hotel weiterzubieten hat. Ah, das ist schon ein bisschen mehr Platz. Der ist schon größer. Das ist schon besser. Das ist schon angenehm. Jawohl. Sehr gut. Guten Vormittag, Ibiza. Schön. Von der Suite ist das Paar ein wenig enttäuscht. Der Pool soll über die Enttäuschung hinwegtrösten, doch auch hier passt Melanie einiges nicht. Champagner? Sollte gleich kommen. Ja? Ja. Warum? Aber ich will ehrlich gesagt, ich brauche Schatten. Ich kann nicht in der Sonne liegen. Das ist mein Ernst. Er weiß, wenn ich in der Sonne bin, ich bin wahnsinnig sonnenempfindlich. Ich kippe auch einfach manchmal um. Ich falle echt in Ohnmacht, weil es zu warm ist. Dann gehst du bitte irgendwo hin und sagst, dass ich einen Schirm haben möchte. Bitte. Ich mache mich sofort auf den Weg. Ich habe gestritten. Wieso? Na, dass du deinen Schirm kriegst. Den schleppen sie jetzt zu zweit her. Krieg ich ihn? Ja, kommt schon. Oh, jawohl. Super. Thank you very much. Aha, naja, besonders viel bekomme ich jetzt aber nicht von dem Schatten ab. Ach Mensch, alles selbst machen. Ah. Das hat absolut keinen Sinn. But or later. Do something with this umbrella or what is this? I mean, I have no shadow. Get it? You want shade? Should I take this? Just a bit more. Just 1 meter. Ah, thank you very much. It's fine. Okay. Okay. The champagne later or no? No? Yeah. Mm-hmm. Ja, so mag ich das. Und? Wo ist der Champagner? Ja, komm, schau sie, die hat den Schirm hier rübergestellt, ganz alleine. Ja, das ist nach meinen 10 Verhandlungen war das. Hey, ich habe ihn von hier nach hier hingeschoben. Ach so, das hast du gemacht? Was machst du das hier, noch einmal? Da nein, das war ich. Na komm, mach das noch einmal. Also jetzt am Pool, wo der Schirm richtig positioniert ist, ist angenehm. Angenehm. Es sind auch keine Kinder, die quietschen. Die spielen sich ruhig so im Wasser, sind gar nicht auffällig. Das ist gut. Ja, jetzt warte ich nur noch aufs Getränk. Und dann kann man sich schon den Tag so irgendwie ausklingen, also den Nachmittag ausklingen lassen. Na schau, bitte Champagner. Hasiputz! Champagner, Schatten und ein Hasiputz, das zahlt. Mehr braucht Melanie momentan nicht, um glücklich zu sein. Und Sascha geht es auch gut, denn die Blicke der anderen entgehen ihm nicht. Die Männer dürfen ruhig schauen. Da bin ich
wirklich stolz, muss ich sagen, dass das sehr oft passiert. Das ist ganz egal, ob man am Pool entlang geht oder irgendwo in einem Abendlokal oder Restaurant sitzt. Also wenn ich mich einmal dann so im Kreis drehe, sehe ich immer wieder männliche Augen, die hinübersehen. Ja. Nur drei. Oh, das ist schon, das stimmt schon so. Siehst du, so jetzt halt die Welt an. Die Zeit an. Zeit steht still. Luxus ist für mich ein Großteil eine materielle Hinsicht in dem Sinn, dass ich mir das leisten kann, was ich möchte. Nicht unbedingt, dass ich mir alles leisten kann oder ich mir auch nicht alles kaufe, aber zu sagen, ich möchte das jetzt haben, eine bestimmte Sache, dass ich mir das auch leisten kann. Und das Zweite ist die gewisses Pensum an Freizeit. Das heißt, ich könnte mir es wirklich nicht vorstellen, 5, 6, 7 Tage die Woche wirklich regelmäßig angestellt zu arbeiten. Also die Freizeit ist mir sehr wichtig. Also ich würde mal sagen, ich bin sicher mehr am Boden geblieben als der liebe Herr Merini neben mir. Ja, ja, es ist so. Luxus fängt bei mir schon dabei an, dass ich mich wohlfühle und dass ich teilweise den Beruf ausüben kann, den ich will. Und dass ich nicht verpflichtet bin, gewisse Sachen zu machen, die ich absolut nicht mag. Auf Ibiza. Ibiza auf alles. Tom Sarkis ist nicht nur Consultor für Luxusgüter, er hat sich auch einen Namen gemacht in der Clubszene. Der gebürtige Libanese veranstaltet Non-Profit-Partys, deren einziger Zweck, Kontakte knüpfen. Bei der nächsten Veranstaltung legt die deutsche DJin Sabrina Terenz auf. Oh, hallo. Sabrina, bonsoir. Wie geht's dir? Mir geht's, gut. Gut, wie geht's dir? Danke. Also, wie du weißt, morgen ist unser 5-Jahre Jubiläum. Wir werden da in Club Sensation in Crown Plaza unsere 5 Jahre feiern. 5 years, baby. Ich habe mir gedacht, ich spiele mal ein paar richtig coole neue Hits. Und wir haben auch ein paar ganz sexy Tänzerinnen, was ja in Dubai eigentlich nicht so der nicht so erlaubt ist, genau. Aber da können wir das morgen mal machen für euch. Super, freue mich sehr. Und? Ich bin schon gespannt. Gut drauf, voll drauf. Viele Leute, es kommen auch viele, viele Freunde von mir. Also ich lebe ja in Dubai seit 7 Jahren und bin die einzig deutsche DJ hier. Number one hier. Und eigentlich number one female DJ in the Middle East. Reise durch die ganze Welt, also nicht nur Dubai. Ich war jetzt die letzten 3 Wochen in Costa Rica, Brasilien, Deutschland. Davor war ich dann mal in Wien. Dreimal Abstecher machen. Dreimal war ich jetzt in Wien und ich finde, also Österreich, Kärnten. Ja, Kärnten ist ja nicht Wien, oder? Zweimal Wien, einmal Kärnten. Ich bin zwar blond, aber hilf mir mal. Sehen und gesehen werden, eine der wichtigsten Regeln im Luxusbusiness. Tom Sarkis beherrscht diese Disziplin perfekt. Geschenk von Danke mir. Danke dir. Und das zweite kann ich ist gleich meiner Mama zeigen. Super, da bist du auch drinnen. Die letzten Seiten, also wie gesagt, da. Schön. Perfekt. Super. Richtig hübsch war ich da. Ich habe hier mit meiner Karriere angefangen und Dubai hat einen tollen Flughafen, man kann durch die ganze Welt jetten. In Deutschland müsste ich immer erst nach Frankfurt oder sonst wo. Ne? Gut bezahlt. Also ich habe halt meinen Standpunkt hier. Null Steuer. Ja, die Steuer. Psst. Gibt's sowas in Österreich? Ich glaube schon. Hab ich das schon. Ich bin schon fast Arabisch. Kannst du ein paar Wörter in Arabisch? Anna Almania. Intel Arabia, Shwey Shwey. Anna Libnani. Armani. Nam. Und die Almanie. Ja, Nam. Was hat sie jetzt gesprochen? Masalama. Ich habe gesagt, ich liebe dich, aber das reden wir unter 4 Augen. Gentleman sein. So kalt ist jetzt auch nicht. Man muss halt die Leute auch kennen. Und wenn man die guten Leute und die Promoter kennt, dann ist es eigentlich schon ganz cool. Aber ich weiß gar nicht, ich glaube, die Leute buchen mich nicht nur wegen meiner Musik. Hast du überhaupt jemals richtig zugehört, was ich auflege? Ein bisschen schon. Also erste Stunde schon, dann gehe ich nach Hause. Weil bist du nie dabei, gell? Nein, ich bin nur kurz dabei bei den Events. Sie weiß das schon, sie sucht mich immer. Wo ist Thomas? Aber ich rauche meine Zigarre fertig, dann gehe ich nach Hause. Tom Sarkis ist Partyveranstalter und vermittelt an reiche Kunden Luxusgüter. Der 40-Jährige pendelt zwischen Wien und Dubai. Privatleben gibt es für ihn kaum. Er ist ständig unterwegs und knüpft neue Kontakte, so auch an diesem Abend mit dem Maler Chris Bruce. Ich habe ihn vor einem Jahr kennengelernt und ich habe einige Kunden zu ihm geschickt. Ich habe ihn in Abu Dhabi kennengelernt. Er hat in Abu Dhabi Al-Qasr, das ist der Kempinski,
das schönste Hotel in der Welt für mich. Und da hat er dort live gemalt. Habe ich ihn zufälligerweise dort getroffen. Ja. Und dann habe ich gesehen, Vienna. Er promotet Vienna ganz voll. Vienna ist und, die beste Stadt in der Welt. Genau. Und so ist unsere Freundschaft entstanden. Die Werke des Künstlers kosten zwischen 5.000 und 40.000 Euro. Und letztens hat er auch für meine Wohnung fast 6 Bilder gemalt. Also super, freut mich. Sponsoren habe ich für dich was. Genau. Tom Sakis hat zwar ständig mit teuren Objekten zu tun, doch er selbst ist bescheiden und am Boden geblieben. Besonders in Dubai, der Stadt der Superlative, ist dies nicht immer einfach. Nach einer Zeit lang ist es ganz normal, weil Luxus ist überall. Die ganzen Hotels, die ganze Stadt, ist alles neu, die Architektur ist neu. Also es wird wie normal. Also es ist eigene Welt, die leben in eigener Welt da. Es ist so ein Stück Las Vegas, wie man sagt, wie damals jeder hat gesagt, ich will nach Las Vegas. Jetzt ist es umgekehrt, ich will nach Dubai. Es ist schön, Luxus zu erleben, aber selbst ich als Top-Luxus, wie die, meine Kunden leben, selbe Erfahrung zu kriegen oder leben, dieses Leben führen, möchte ich nicht. Das Hobby von Sascha Merini ist, seine Freundin glücklich zu machen. Melanie ist ganz besonders happy, wenn sie nach Lust und Laune shoppen gehen kann. Doch auf Ibiza wird ihr dieser Wunsch heute nicht erfüllt. Du siehst, ich glaube, das schaut zu aus. Wir haben Sonntag. Das also heißt, an den Puppen sieht alles immer so gut aus. Ja, du siehst wie eine Puppe aus, also passt das. Oh, oh. Und? Ah ja, zu. Morgen können wir dann hergehen. Schauen wir mal, ob überhaupt was offen hat. Was soll das? Das ist sicher Absicht. Du bist mit mir am Sonntag hergefahren, dass wir einen Tag weniger zum Shoppen haben, oder? Jetzt kennst du mich doch schon. Immerhin gibt es ein paar Souvenirläden, die geöffnet haben. Was steht da? Use the front door. Mhm. Gehst du vorne rein, heißt das auf Deutsch. Geh, Schatz, willst du. Na, da bravo. Willst du mir Englisch erklären? Habe ich gut übersetzt. Ne? Ja, also ich gehe normalerweise immer mit dir einkaufen. Ich gehe auch wirklich gerne mit, aber. Es genügt auch, wenn man mal die Karte mitgeht. Manchmal habe ich halt so. Er hängt sich halt an die Karte an. Ach, das ist doch nett. Was ist das? Es ist nett. Es ist nett, aber was ist es? Ja? Es ist sinnlos, aber es sieht nett aus. Hab ich so nicht zwei gesagt. Kirschen, das würde so super passen. Du bist mir auf die Nerven. Aber wenn mir nichts gefällt, nee, gehen wir. Okay. Gefällt mir nichts. Ab zum nächsten. Ich bin gerade mega enttäuscht. Die Läden, die ich haben möchte, haben zu. Die ich nicht will, haben offen. Finde ich nichts, nur Kirschen. Die glitzern sinnlos. Ach, ich liebe solche Shirts. Ach, es macht nichts. Das ist nett. Guckst du? Das ist mir auch abgefallen. Das gefällt mir. Na gut, aber das ist ja auch irgendwas jetzt hier. Das ist ein Ramschladen. Also wenn das der einzige Laden ist, der wirklich hier offen hat, dann bin ich sogar sehr enttäuscht. Weil, ich meine, das Shirt ist zwar nett, damit kann ich am Strand rumkullern. Das war's. Schatz, du hast nächstes Monat Geburtstag. Das wäre doch jetzt gleich dein Geburtstagsgeschenk, oder? Oje, das wird teuer. Ja. Millionär Hermann Piesler zeigt seiner Ex-Freundin sein neues Domizil in der Steiermark. Kosten rund 800.000 Euro. Schau, und das ist das Bad. Marmor und Granit. Leider alles ein bisschen klein geraten. Das Licht sollte eigentlich angehen, aber ist das Geschehen nach Zeichen und Wunder, habe ich die Stromrechnung also doch bezahlt. Da hast du noch ein Zimmer drüben, oder? Ja, das ist die Dusche. Also bitte, geh um hier und schau es dir an. Das ist die Dusche für 3 bis 4 Personen. Dann habe ich ja hier auch Musikberieselung. Das hier oben sind übrigens Muscheln. Von Australien, aus der Gegend von Townsville. Da muss ich sagen, das sind wirklich ganz, ganz, ganz ausgefallene Dinge. Ja, auch sogar australischen Sand habe ich eingeführt, von dort nach hier. Dieses Badezimmer hat 120.000 Euro gekostet. Da habe ich natürlich lange für sparen müssen, aber ich habe ja
Ich habe ja früher, es gab ja früher Zeiten in Deutschland, wo ich gut verdient habe. Andere kaufen sich ein Haus dafür. Ich habe heute ein Badezimmer gebaut. Ja, wow! Du schaust da aus wie eine Prinzessin. Danke dir, danke dir. Meine Güte. Noch ein Hobby des Millionärs, das Tanzen. Und wie immer müssen auch hier die Schuhe, diesmal in Gold, perfekt zum restlichen Outfit passen. Na, die goldenen Schuhe sind noch nicht, die sind relativ neu, noch nicht auf der Straße getragen. Und ich trage im Haus grundsätzlich keine Straßenschuhe. Und da ich ja jetzt hier mit Wessner tanzen wollte, habe ich halt Schuhe getragen, die noch nicht benutzt sind. Aber jetzt kommt hier hinzu, das ist ja absolut ganz tolles, weiches Leder. Natürlich auch maßgeschneidert wie alle anderen Schuhe. Und hier kann ich 8 oder 10 Stunden mit den Schuhen tanzen und habe keine Fußschmerzen. Der Millionär ist glücklich und kann sich alles im Leben leisten. Nur eines ist mit Geld nicht zu kaufen: die Liebe. Meine tiefste Sehnsucht ist in der Tat, auch wenn es sich komisch anhört, eine fixe, feste Partnerin für den Rest des Lebens, meines Lebens.